Herzlich willkommen zum Vanlife Fitness Training. Wir werden heute unsere Beine entspannen und alles, was du dazu benötigst, ist eine Wand. Ganz egal, ob du im Camper unterwegs bist, so wie ich aktuell und die Rückseite hinter mir nutze oder du zu Hause bist und deine Wand im Wohnzimmer nutzt, wir werden auf alle Fälle unsere Beine gut entspannen. Das Schwierigste beim heutigen Training ist, uns erstmal in die richtige Position zu bringen. Wir kommen in Rückenlage und nehmen die Beine an unserer Wand nach oben. Also ich gehe immer so rein, dass ich mich seitlich nah an die Wand hinlege und dann meine Beine nach oben nehme. Jetzt musst du trotzdem noch ein bisschen ruckeln und rutschen, damit du deinen Po möglichst nah zur Wand hinbekommst. Und es wird sicherlich am Anfang noch ein paar Zentimeter Abstand geben und das ist auch vollkommen okay. Also, wenn du in Position bist, dann leg die Arme ganz entspannt, ganz locker neben dir ab. Du kannst für unser Training heute auch die Augen schließen, wenn du das gerne möchtest. Und die Übungen, die wir heute machen, sind ganz besonders gut geeignet, wenn du viel gestanden bist oder wenn du wandern warst, wenn du irgendwas gemacht hast, wo du viel auf den Beinen warst. Wir werden die ganze Zeit heute die Beine an der Wand haben, in unterschiedlichsten Positionen. Du spürst im Laufe der Zeit, wie das Blut von den Füßen wieder Richtung Körper zurückfließt. Und hoffentlich dann am Ende deine Beine auch viel leichter sein werden. Wir beginnen jetzt erstmal, indem wir ganz entspannt einen Fuß strecken, den anderen nach unten ziehen. Also ein Fuß Flex, ein Fuß Point. Wenn deine Beine zu Beginn noch nicht ganz gestreckt sind, das ist vollkommen okay. Das wird in Kürze leichter. Dann lass beide Füße geflext, zieh die Zehenspitzen nach unten, versuche jetzt deine Beine etwas mehr durchzustrecken. Und dann entspanne den ganzen Körper, vor allen Dingen den Nacken-Schulterbereich, die Bauchmuskulatur. Spüre einfach nur, wie deine Beinrückseite gedehnt wird. Dann löse langsam die Spannung in den Füßen und bring deine Beine in Tischposition. Also zieh sie etwas nach unten und stell die Füße an deiner Wand wieder ab. Vielleicht schaffst du es, dass du noch ein kleines bisschen näher zur Wand rutschst, jetzt wo du etwas gelockert und aufgewärmt bist. Dann leg dir die Hände an deine Knie, lass die Füße nach unten sinken und zieh die Knie zum Brustkorb. Strecke ein Bein nach oben wieder aus. Das andere Bein geht in die Tischposition, Fußsohle ist an der Wand und jetzt wechselst du langsam. Ein Fuß strecken und den Fuß runterziehen, kurz hier bleiben und dann wechseln. Richtig gut den Fuß zu dir zeigen lassen. Das kann ganz schön wehtun, wenn deine Wade sehr verspannt ist.
letzter Wechsel. Und dann beuge deine Beine wieder an. Vielleicht hast du noch die Möglichkeit, ein bisschen näher an die Wand hinzuruckeln. Ich schaukel mich einfach immer seitlich und dann jetzt ist mein Popo auch richtig gut in Kontakt mit meiner Wand. Und wenn du das dann hast, dann nimmst du die Beine wieder zur Decke und dieses Mal werden wir sie ganz weit öffnen. Also je nachdem, wie viel Platz du hast, wie beweglich du bist, öffne deine Beine nach außen und wieder schön die Zehenspitzen nach unten ziehen. Du kannst gerne auch die Hände an die Beininnenseite legen, noch ein bisschen nachschieben. Also meine Beine öffnen sich genau eine Vanbreite. Sehr praktisch. Vielleicht möchtest du gleichzeitig auch deine Arme etwas entspannen. Du könntest dann die Hände von deiner Beininnenseite wegnehmen. Und die Arme stattdessen wie ein U neben deinem Kopf legen. Spüre, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt, wie du hier nicht nur deine Beine stretchst und lockerst, sondern auch innerlich zur Ruhe kommst. Vielleicht schaffst du es, deine Beine noch etwas mehr zu öffnen. Und dann nimm noch 3 tiefe Atemzüge. Deine Arme gehen langsam wieder nach vorne. Die Hände legen sich hinter die Knie. Du beugst deine Beine an. Knie sind geöffnet. Legst die Fußsohlen jetzt an die Wand. Die Hände gehen an die Knie und du ziehst die Knie auseinander. Entspannst wieder deinen Oberkörper, die Schultern, die Arme. Du lässt den Atem ganz gleichmäßig fließen. Atmest durch die Nase ein und durch die Nase auch immer wieder aus. Bleibst hier noch für 3 Atemzüge. Legst dann die Hände außen an die Knie und nimmst die Beine wieder in die Tischposition. Jetzt gehen die Fußsohlen aneinander und möglichst nah nach unten zum Körper. Du legst die Hände wieder innen an die Knie und schiebst die Knie nach außen.
noch drei Atemzüge. Und dann löse langsam. Mit den Händen bringst du deine Beine wieder zu dir, zur Mitte. Ziehst die Knie für einen Moment Richtung Körper. Falls du in der Zwischenzeit ein bisschen weg von der Wand gerutscht sein solltest, dann schaukel dich nochmal zu ihr hin, dass du wieder Kontakt hast. Popo ist an der Wand. Jetzt möchten gerne beide Knie auf die rechte Seite gehen. Du kannst die Arme etwas öffnen, dass du Platz für deine Knie hast. Noch drei Atemzüge. Und dann lass uns langsam auf die andere Seite wechseln. Bring die Knie zur Mitte, lass sie dann auf die linke Seite sinken. Noch drei Atemzüge. Unsere Beine gehen langsam wieder in die Mitte zurück und du streckst dein linkes Bein nach oben aus. Das rechte Bein kreuzt du über den linken Oberschenkel, ziehst das Bein, das gekreuzte Bein, so weit nach unten Richtung Körper, wie du kannst. Und möchtest jetzt dein ausgestrecktes Bein an deiner Wand entlang nach unten ziehen, bis du das Gefühl hast, an der rechten Pobacke hinten, vielleicht auch an der Beinrückseite, spürst du eine schöne Dehnung. Dein gekreuztes Bein, da flext sich noch der Fuß und mit der Hand schiebst du dein Knie Richtung Wand. Gerne noch ein bisschen nachdehnen, indem du das linke Bein noch mehr ranziehst oder vielleicht den linken Fuß noch ein bisschen mehr flexst. Noch drei Atemzüge. Und dann löse als allererstes die Spannung in den Füßen. Zieh dein linkes Bein nach oben zur Decke und strecke das rechte daneben aus. Nimm zwei tiefe Atemzüge, bevor wir dann zur Seite wechseln. Und spür mal den Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Bein. Du solltest das rechte Bein pulsieren, spüren, vielleicht auch wärmer, besser durchblutet. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Also du nimmst dein linkes Bein, kreuzt das locker über das rechte drüber und fängst dann an, das rechte Bein an der Wand entlang nach unten zu ziehen, bis es nicht mehr weitergeht.
Flexe den linken Fuß, flexe etwas den rechten Fuß und schiebe mit der Hand, mit der linken Hand, dein Knie Richtung Wand. Je mehr du die beiden Füße flexst, desto intensiver wird deine Dehnung. Noch drei Atemzüge. Löse zuerst wieder die Spannung in den Füßen. Strecke das rechte Bein nach oben zur Decke, das linke daneben. Und jetzt flexst du nochmal beide Füße, so wie wir es am Anfang schon mal hatten. Spürst wieder nach, wie sich deine Beine jetzt anfühlen nach all diesen Übungen. Wärmer, weicher, angenehmer durchblutet. Zieh die Beine nach unten in die Tischposition. Fußsohlen stehen an der Wand. Löse einen Fuß von der Wand und kreise dein Fußgelenk. Richtungswechsel. Stell den Fuß zurück an die Wand und wechsel zum anderen Bein. Richtungswechsel. Dann löse wieder, nimm die Füße noch für einen Moment an die Wand. Dann kommen wir gleich auch aus der Position heraus. Du schälst dich einfach zur Seite, lässt die Beine zur Seite kippen. Du kannst dort, wenn du möchtest, einen Moment liegen bleiben. Drückst dich dann nach oben. Du kannst gerne auch noch mal in den Fersensitz kommen, wenn du das gerne möchtest. Platziere die Hände vor den Knien und dann roll up. Setz dich bequem hin. Aufrechte Haltung. Und du kreist deine Schultern. Lass die Schultern nach unten hängen und lass uns mit drei tiefen Atemzügen beenden. Wir atmen über die Seite ein und wieder aus. Nochmal tief Luft holen und lösen und noch einmal. Leg die Hände oben aneinander, zieh sie vor dich. Ich hoffe, dir hat dieses Training gut getan. Deine Beine sind locker und wir sehen uns vielleicht zu einem anderen Training im Van oder woanders auch wieder. Tschüss und bis bald, deine Kerstin.